Minecraft ist ein Spiel mit unendlichen Möglichkeiten. Sei es deine Kreativität, die endlosen Welten oder die schiere Anzahl an Kreaturen. Noch mehr Spaß macht es allerdings, das Ganze mit Freunden zu erkunden. Wenn du dabei ungestört sein möchtest, lohnt es sich, einen eigenen Server zu erstellen. Wie du auf deinem Server eine Custom Map einstellen kannst, zeigen wir dir in diesem Video. Eine Minecraft Custom Map finden. Wenn du eine Custom Map gefunden hast, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese hinzuzufügen. Entweder durch Nitrados eingebaute automatische Map-Installation, durch Custom Maps, die du auf anderen Webseiten gefunden hast, oder du teilst ganz einfach deine Singleplayer-Welt mit deinen Freunden. Nitrados automatischen Installer benutzen. Gehe auf deinen Minecraft-Server Control Panel. Gehe auf der linken Seite zu Spiel wechseln. Suche oben in der Suchleiste nach Minecraft. Suche den Eintrag Minecraft Adventure und Survival Map und klicke auf Installieren, um dir die verschiedenen Maps anzuschauen. Es öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier hast du jetzt die Wahl, welches Modpack du installieren möchtest. Hier gibt es einen Mix aus Java Adventure Maps, Vanilla Custom Maps und noch weiteren Modpacks. Nachdem du deine Map ausgewählt hast, drücke auf Installieren. Deine Map wird jetzt installiert. Auf Minecraft-Webseiten suchen. Wenn du eine Map für deinen Server downloaden möchtest, gibt es dafür auch andere Webseiten, zum Beispiel Planet Minecraft oder Minecraft Maps. Hast du deine Map gefunden, drücke auf Download Map. In diesem Fall laden wir uns eine Five Nights at Freddy's Mod von Planet Minecraft herunter. Mit 7-Zip oder WinRAR kannst du deine Maps entpacken. Gehe dahin, wo du deine Dateien haben möchtest, drücke Rechtsklick und anschließend auf Hier entpacken. Jetzt kannst du deine Custom Map auf deinem Server installieren. Deine Singleplayer Map benutzen. Suche das Verzeichnis, in dem deine Singleplayer Map gespeichert ist. Hast du einen Windows PC, drücke entweder in die Suchleiste oder Windows R, tippe anschließend %appdata% ein, öffne dann den .minecraft Ordner und anschließend den Saves Ordner. Wenn du einen Mac hast, starte Minecraft, wähle deine Singleplayer-Welt aus, starte sie aber nicht. Wähle hier Bearbeiten. Drücke anschließend auf Weltordner öffnen oder Welt exportieren. Danach öffnet sich der Finder mit dem entsprechenden Ordner. Hier sind deine wichtigsten Dateien gespeichert. Kopiere diese Dateien in einen extra Ordner und lade sie auf deinen Server hoch. Wie man eine Custom Map auf seinem Minecraft-Server installiert. Jetzt bist du startklar, um deine Map hochzuladen. Dafür benötigst du nur noch FileZilla oder ein anderes FTP-Programm deiner Wahl. Nitrado bietet dir auch ein eingebautes Tool auf deinem Serverpanel. Wie du ein FTP-Programm benutzt, erfährst du hier. Dazu haben wir bereits ein Video gemacht. Gehe auf deinen Minecraft-Serverpanel und stoppe deinen Server, sodass du problemlos deine Map ändern kannst. Scrolle ganz nach unten, bis du die Zeile FTP-Zugangsdaten findest. Das sind deine Login-Daten für dein FTP-Programm, sodass du dich mit deinem Server verbinden kannst. Gebe oben deinen Hostnamen, deinen Usernamen, dein Passwort und den Port ein und drücke auf Verbinden. Wenn du Minecraft Buckets Bigot installiert hast, heißt dein Ordner Minecraft Bucket. Ziehe deinen Ordner per Drag and Drop auf die rechte Seite. Unten in der Zeile kannst du deinen Upload nachverfolgen. Ist alles fertig hochgeladen, gehe zurück auf dein Minecraft Server Panel. Schaue auf der linken Seite unter dem Reiter Werkzeuge und drücke auf Weltenverwaltung. Hier siehst du alle Welten, die auf deinem Server installiert sind. Auch die, die du selber hochgeladen hast. Hier ist auch unser Beispiel Freddy Fazbear's. Drücke auf den Haken, um diese Welt zu aktivieren und als Standard Map einzustellen. Wenn du deine Welt nicht aktivieren kannst, kopiere sie einfach, benenne sie um und aktiviere sie dann. Voila, du hast erfolgreich deine Map auf deinem Minecraft-Server installiert. Dein Server startet nun automatisch neu und installiert deine Map. Häufig gestellte Fragen. Warum lädt meine Map nicht? Dazu kann es mehrere Gründe geben. Eine zu alte Map, eine kaputte Weltdatei, eine falsch formatierte Datei. Ein Beispiel für letzteres wäre zum Beispiel eine Minecraft-Bedrock-Welt, die nicht auf einem Minecraft-Java-Server funktioniert. Wir empfehlen dir deshalb, dass dein Server dieselbe Minecraft-Version haben sollte, mit der die Map erstellt wurde. Dadurch stellst du sicher, dass alles richtig formatiert ist. Blöcke und Gebäude verschwinden in meiner Minecraft-Welt. Die Blöcke, die in den Gebäuden benutzt worden sind, stammen aus einer bestimmten Version von Minecraft. Gibt es Updates für Minecraft, die zum Beispiel neue Inhalte bringen, ändern sich die IDs der Blöcke, sodass deine Blöcke entweder verschwinden oder einen komplett anderen Block benutzen. Kurz gesagt, benutzt du eine ältere Map mit einer neueren Version von Minecraft, kann es sein, dass sich die Blöcke entweder verändern oder ganz verschwinden. Da du nun weißt, wie du eine Minecraft-Welt auf deinen Server hochlädst, schnapp dir deine Freunde und erkundet sie gemeinsam. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Gebe dem Video einen Like, wenn es dir geholfen hat und abonniere diesen Kanal bzw. drücke die Glocke, um keine Tutorial-Videos von uns mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.